Heute bauen wir uns unseren eigenen Klingelton. Tja Leute, das war die Vorgehensweise, die ich euch vor einem Jahr gezeigt habe, wie ihr euch einen eigenen Klingelton hier bauen könnt oder quasi runterladen könnt, ohne Jailbreak, ohne Computer, direkt auf euer iPhone. Und das war noch unter iOS 12 das Ganze. Und jetzt gibt's die kleine Update-Version für iOS 13, denn ein wenig hat sich daran verändert. Es ist aber immer noch ziemlich einfach. Was wir dafür brauchen, ist einmal hier GarageBand, die App direkt von Apple, könnt ihr kostenlos herunterladen aus dem App Store, und dann braucht ihr noch eine Seite, wo ihr euch einen Klingelton runterladen könnt. Die könnt ihr euch ergoogeln, die Seiten. Es gibt eine ganze Menge. Ich bin hier eben auf klingelkasten.de gestoßen und habe da einen gefunden. Mit dem wollen wir das heute mal machen. Und zwar ist das ein absterbender Klingelton und den können wir uns gleich mal anhören. Aber ich lade ihn erstmal runter. Gehen wir hier auf Download. Gut, und zwar ich lade ihn als MP3 runter, auch wenn hier iPhone M4R steht. Das hat für mich nicht funktioniert. Also MP3 Android lade ich mir herunter und dann fragt er nochmal laden. Ich sage ja, runterladen, und dann wird das Ding auch schon gespeichert, und zwar in der Dateien-App. Die habe ich, wo habe ich die denn? Hier habe ich die. Also hier in der Dateien-App könnt ihr das dann später finden. Wir machen die mal auf und da haben wir es schon, hier absterbender Klingelton. Hören wir uns den nochmal an. Ja, der ist richtig abgestorben. So, finde ich ganz nett. Den hätte ich gern als Klingelton. Und zwar dort, wo man das einstellt, hier, oder wo man die Klingeltöne generell einstellt, in den Settings, in den Einstellungen. Und dann gibt es doch hier irgendwo den schönen Punkt. Töne und Haptik. Genau. Und da kann man hier auch den Klingelton einstellen oder den Nachrichtenton oder alles Mögliche. Und genau hier will ich, dass dieser Ton nachher aufschlägt, unser absterbender Klingelton. Oh, okay, dann kümmern wir uns mal drum. Also Einstellungen schließen und dann öffnen wir mal die App GarageBand. Die brauchen wir jetzt als nächstes. Am besten hier direkt ins Querformat reingehen. Und beim ersten Öffnen landet ihr hier auf der Übersichtsseite, wo ihr verschiedenste Instrumente seht. Und dann wischt ihr euch durch, bis ihr auf dem Punkt Audio-Recorder seid. Und dann tippt ihr hier unten auf Stimme. Und dann hier oben auf die drei Striche, also hier auf das Symbol. Und dann kommt ihr hier in die Timeline rein und dann ist hier oben das Loop, so ein Looping-Zeichen. Dann gehen wir da nochmal drauf. So, und dann habt ihr hier schon entweder die letzten Dateien direkt angezeigt. Wenn ihr hier nichts angezeigt bekommt, geht ihr einfach auf Durchsuche Objekte in der App Dateien. Und dann könnt ihr dann hier den runtergeladenen Klingelton einmal auswählen. Am besten hier so gedrückt halten, bis man die verschieben kann. So, jetzt haben wir es. Dann auf Abbrechen gehen. Dann lasst ihr die einfach an hier stehen, dass die hier angezeigt wird. Nochmal drauf gehen, dass man die verschieben kann. Und dann könnt ihr die hier in eure Timeline reinpacken. So sieht das Ganze dann aus. An dem Punkt können wir nochmal kurz abspielen, ob es auch der richtige ist. Ja, das ist der richtige Ton, den wir brauchen. Dann gehen wir als nächstes hier oben auf den runterzeigenden Pfeil, einmal drauf gehen, dann auf meine Songs, dann wird das Ganze gesichert und dann halten wir hier einfach mal gedrückt, ein Menü geht auf, wir scrollen etwas nach unten und dann gibt es ja die Option teilen. Aber bevor ich das nochmal mache, will ich das Ding hier doch nochmal umbenennen in, sagen wir, absterbender Klingelton, wie er eben heißt. So, da könnt ihr natürlich alles Mögliche reinstellen, wie ihr das Ganze nennen wollt. Also nochmal gedrückt halten, nach unten scrollen, hier zur Teilen-Funktion. Und dann haben wir den Punkt, ja, Klingelton. Den wählen wir aus und dann wird das Ganze dort gespeichert, wenn wir hier auf Exportieren klicken. Und dann wird der Klingelton direkt in, ja, iOS quasi exportiert, dort wo auch all die anderen Klingeltöne sind, und schon ist das Ganze erledigt. So, wir gehen hier nochmal komplett raus aus GarageBand, die brauchen wir nicht mehr, und gehen nochmal in die Einstellungen unter den Punkt hier Töne und Haptik, und dann müssten wir hier den absterbenden Klingelton irgendwo auch finden können. Ich wähle jetzt hier mal Klingelton aus und jawohl, da oben ist er schon, absterbender Klingelton. So, und fertig. Schon habe ich ihn ausgewählt. Der absterbende Klingelton ist jetzt mein Klingelton. Und so könnt ihr das auch mit den ganzen anderen Benachrichtigungen machen. Ihr müsst euch eben nur eine schöne Seite raussuchen, wo ihr euch Klingeltöne runterladen könnt. Wie gesagt, ich habe hier klingelkasten.de. Das ist nicht gesponsert oder in irgendeiner Weise. Ich habe mir das einfach ergoogelt. Da gibt es ja zig Seiten. Sucht euch irgendwas raus, was euch gut gefällt. Und dann könnt ihr hier mit GarageBand dann ganz einfach euren eigenen Klingelton hier erstellen.
und direkt aufs iPhone bringen. Ganz einfach, sogar noch einfacher, wie hier in der letzten Version, wo ich euch das gezeigt habe, wo das noch unter iOS 12 war. Also, so funktioniert's, Freunde. Viel Erfolg, viel Spaß beim Klingelton erstellen und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal bei Mi Apple Cat. Macht's gut!